Hallo und willkommen zur neuen Webschorle-Folge. Wir sind hier heute auf dem Messegelände der DMXCO. Am Vortag sitze ich hier mit Patrick Klingenberg von Wirkungsvoll. Hallo Patrick. Hallo Andreas. Schön, dass wir uns hier getroffen haben. Ihr seid ja aus Hamburg angereist gerade und jetzt hier schon direkt zum Messegelände. Wie kam das? Ja, wir haben eine Fahrgemeinschaft gebildet mit zwei, drei befreundeten Agenturen aus Hamburg und da hat es sich angeboten, dass wir dann gleich mit reingeschwuppt sind in die Autos. Haben auch noch einen Trainee dabei, Annika Kroll, die DMXCO besuchen wird. Und dann haben wir hier noch ein bisschen beim Messeaufbau geholfen und ich sehe jetzt zum ersten Mal die DMXCO einen Tag vorher und bin echt überrascht, wie das dann am nächsten Tag wirklich hier blitzblank aussehen wird. Und habt ihr noch ein paar iPads eingesteckt, Ja, die hier so Gutscheine, rumlagen als ja, ich habe ein paar Gewinnspiel? Gutscheine von Teliet eingesackt und ein, zwei iPads dann für die Trainees. Okay. Also wir wollten uns heute gerne über euer Traineeship unterhalten. Ja, sehr gerne. Mich interessiert da zum einen, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also wie lange gibt es euch vielleicht schon als Agentur und wie ist die Idee entstanden, so ein Traineeship zu machen? Ja, also ganz kurz zu uns. Also die Wirkungsvoll GmbH wird nächstes Jahr jetzt schon 5 Jahre alt. Also ich sehe die Internetjahre immer so wie Hundejahre. Das heißt, wir haben schon ein ganz gut gestandenes Alter auf dem Markt und sind eine reine Off-Page-Agentur, die keine Beratung anbietet. Deswegen verstehen wir uns sowohl mit den ganzen SEO-Agenturen als auch mit den Inhouse-SEOs. Und mit der Zeit ist mir einfach aufgefallen, dass es einen unglaublichen Fachkräftemangel in Deutschland gibt. Ganz speziell in dieser Nische, in der wir arbeiten, Nische SEO. Und da hat man einfach das ganz große Problem, dass die Agenturen praktisch alle möglichen Pitches gewinnen, Aufträge ranholen, einen nach dem anderen, aber gar keine Consultants da sind, die die Kunden richtig betreuen können und vor allem ganzheitlich betreuen können. Und dementsprechend sind dann halt auch die ganzen Headhunter in Deutschland am Schwitzen. Und da habe ich mir dann einfach Gedanken gemacht, okay, wie kann man auf diese Situation auf dem Markt reagieren? Wie schafft man es auch vor allen Dingen, die ganze SEO-Branche beim Erwachsenwerden zu helfen? Und da ist mir dann dieses Traineeship sozusagen irgendwann in den Kopf gestiegen. Und dann habe ich es halt ja, seit 2 Jahren durchgesponnen und jetzt seit Mai 2010 sind wir aktiv dabei. Nochmal ganz kurz zur Agentur. Das heißt, ihr habt aber auch eher Agenturkunden oder arbeitet ihr sozusagen für Direktkunden, für die Shops oder wie noch? Genau, also wir haben auch einige Endkunden, aber die kann man eigentlich an 2 Händen abzählen. Kommt immer darauf an, inwieweit die schon in-house gut aufgestellt sind im Bereich SEO. Das heißt, wenn da ein fähiger In-house-SEO sitzt, dann kann er natürlich am Anfang des Monats auf uns zukommen und sagen, du, ich brauche das, das, das bis Ende des Monats und das kann er dann bekommen. Also wir sind sozusagen eigentlich ein reiner Einkaufskorb für den Bereich Off-Page-Marketing und bieten da gar keine Beratung an. Deswegen ist unsere Kernzielgruppe sind eigentlich die Agenturen. Und Okay. da nutzen wir die DMXCO natürlich dann auch sozusagen für alle möglichen Kundentermine. Ja. Also Mai 2010 habt ihr losgelegt mit eurem SEO-Trainee-Programm. Das Ganz heißt, da genau. hat der erste Trainee angefangen. Ja, genau. Wir sind mit 3 Trainees durchgestartet. Man muss zuvor sagen, das wirst du wahrscheinlich auch noch ansprechen, wir hatten natürlich schon ein halbes Jahr im Voraus das Bewerbungsverfahren begonnen. Und allein für die ersten 3 Trainees, die ja auch durch SEO-Trainee.de bekannt sind, haben wir uns 50 Bewerber angesehen. Also nicht nur die Bewerbung angesehen, sondern wir haben wirklich 50 Bewerbungsgespräche bei uns in den Agenturen geführt, um dann wirklich diese 3 ja, zu finden. Und wonach habt ihr die ausgefiltert? Ihr hattet ja noch keine Erfahrungswerte. Worauf habt ihr da Wert gelegt? Gar nicht. Also das kalte Wasser hat sich nicht so gut angefühlt. Wir haben ganz normale Stellenanzeigen bei den üblich verdächtigen Stellenbörsen sozusagen online gestellt. Da haben wir übrigens auch bis heute gelernt. Und hatten eigentlich Was ganz, denn? Erzähl ich gleich, hatten halt eigentlich ganz normale Anforderungen. Die Leute sollten einfach wirklich eine Begeisterung für das Medium Internet aufweisen, sollen sehr online-affin sein und einfach auch das Potenzial dieses Marktes abschätzen können. Und darauf haben sich natürlich viele, viele beworben, auch viele Umschüler haben sich beworben. Es haben sich auch viele beworben, die schon eigentlich mitten im Berufsleben seit 10 Jahren stecken. Aber es haben sich halt auch Absolventen beworben. Das war eigentlich unser eigentliches Ziel, dass wir das ganze Traineeship für Absolventen anbieten, direkt aus dem Studium kommen und sich jetzt wirklich nochmal so eine Art Kernspezifikation anlernen lassen wollen. Und das hat man dann einfach in den Gesprächen auch gemerkt, dass man es mit den verschiedensten Leuten zu tun hat. Es gab auf der einen Seite den engagierten Absolventen, der dann auch wirklich das geschätzt hat, was wir ihm anbieten wollen. Oder es gab den Unternehmensberater, wo man einfach auch im Gespräch gemerkt hat, okay, du bist zwar erst Mitte oder Ende 20 Jahre alt, aber ich höre auch raus, dass du nach dem Jahr Traineeship auch wieder raus bist und mit diesem Wissen dann auch deine Kunden angehen möchtest.
Und eure Intention ist aber, die selbst aufzubauen und auch selbst zu halten? Genau, also unsere Intuition war vor allen Dingen, dass wir, wenn der Trainee erstmal bei uns anfängt, nicht einen 20-seitigen Vertrag hinlegen mit irgendwelchen Knebelklauseln, dass er dann die nächsten 5 Jahre noch in unserem Netzwerk weiter arbeiten muss, sondern ganz im Gegenteil, es ist ein ganz charmanter Trainee-Vertrag, wie man ihn eigentlich kennt. Und zielt halt darauf ab, dass man einfach mit authentischen Leuten zusammenarbeitet und dass diese authentischen Leute einfach einem mit Loyalität und Dankbarkeit entgegnen. Und das haben wir auch, diesen Schritt haben wir auch wirklich belohnt bekommen. Also die ersten Dry Tastes, die wir uns angefangen haben und alle weitere, die gefolgt sind, da gab es bei den Perspektivgesprächen nach einem halben Jahr oder nach 3/4 des Traineeships, wo dann wirklich konkret gesagt werden muss, du, ich möchte jetzt in dem und dem Bereich, ich möchte bei der Partneragentur anfangen oder ich möchte bei euch bleiben, ja, das gibt es ja auch, gab es nie die Diskussion, du, ich habe aber irgendwie jetzt hier 10 Nachrichten bei Xing von irgendwelchen Headhuntern und die bieten mir irgendwie gleich meinen 6-stelligen Jahresbetrag, ja, plus Boni und Dienstwagen. Das kam gar nicht in Frage zur Diskussion, weil die einfach sich wirklich wohlgefühlt haben und das einfach erstmal zu schätzen oder auch einfach dankbar waren für diese Chance. Ist das auch so aus der Not heraus entstanden, dass es keine wirkliche Ausbildung gibt im Bereich SEO? Ja, genau. Also wir arbeiten mit vielen SEO-Agenturen zusammen. Daraus war halt auch der Ursprung dieses Traineeships, dass wir halt immer wieder gehört haben, du, wir sind seit 2-3 Jahren auf der Suche nach vernünftigen Consultants, aber wir finden keine. Das liegt entweder daran, dass die sich SEO auf die Fahne schreiben, davon gibt es ja genug, es einfach nicht können. Es liegt daran, dass die es wirklich gut können, sind dann auch einfach zu teuer und kommen fürs Agenturgeschäft nicht in Frage, haben sich entweder selbstständig gemacht oder sind zu Recht dann auch meinetwegen mehr oder weniger auch in unserer Szene gut bekannt und mehr als Speaker und Unternehmensberater unterwegs. Aber es gibt eigentlich nicht diese goldene Mitte. Das heißt, es gibt nicht genügend fähige SEO-Consultants, die mit den Agenturen praktisch losziehen können und im Anzug gegenüber einem Pitch den Auftrag nach Hause holen können. Aber bildet ihr jetzt eher Consultants aus oder eher Linkbuilder aus? Total vielfältig. Also Linkbuilding bekommen sie eigentlich nur am Rande beigebracht, weil uns ist halt wichtig, das Traineeships, dass sie halt von der stupiden On-Page-Analyse bis hin zur komplexen Serverstrukturanalyse, dann natürlich auch, dass eine Backlink-Analyse gefahren werden kann. Das heißt, dass man nicht nur seine 10 Backlinks auswerten kann, sondern dass man auch von großen Versandhandelskonzernen die ganzen Backlinks analysieren, priorisieren und auch dann optimieren kann. Und darüber hinaus lernen die Trainees halt auch zu präsentieren, auch ganz wichtig, was vielen SEOs einfach nicht so in die Hand gelegt wurde, dass sie lernen, wie muss ich eine Präsentation erstellen, wie muss ich ein Angebot erstellen, wie verpacke ich am besten ein Reporting, ja, wie fühlt sich der Kunde wohl, macht es vielleicht Sinn, wenn ich das Kundenlogo oder das Fachicon auch mit in die Präsentation einbinde, einfach so auch ein bisschen, dass man diesen Marketinggedanken in die Alltag der SEOs reinbringt. Und wie seid ihr an diese sozusagen kleine Ausbildung rangegangen, habt ihr jetzt die 3 euch ausgesucht und sagt so, jetzt kommen die und am ersten Tag saßt ihr da und gedacht, was machen wir jetzt mit denen? Oder habt ihr vorab schon einen Plan entwickelt, der über das ganze Jahr des Traineeships läuft? Oder wie seid ihr da rangegangen? Genau, also die letzte Variante war die optimistischste Variante, aber auch die unrealistischste, weil das Traineeship prallt immer wieder auf unseren 24/7 Agenturalltag. Da ist es einfach nicht möglich, dass man irgendwie einen ganz harten Lehrplan abarbeitet über diese 12 Monate hinweg. Aber ich habe mir natürlich, als das Traineeship begann, sozusagen so eine kleine Roadmap aufgestellt. Das heißt, folgende Themen müssen auf jeden Fall innerhalb dieses Jahres thematisiert werden. Folgende Veranstaltungen sollten die Trainees auf jeden Fall mitnehmen. Auch ein ganz wichtiger Part dieses Traineeships. Und daraus ist eigentlich mehr so ein, ja, also ich bin sowieso ein großer Meister der Improvisation und das zieht sich eigentlich auch durch das ganze Traineeship. Das heißt, am Anfang des Traineeships, die ersten 2 Wochen, ist natürlich viel kaltes Wasser für die Einsteiger. Bei einigen fängt es dann auch darauf erstmal an, erstmal eine vernünftige E-Mail-Signatur einzubauen. Ja, das muss man dem ITler nicht mehr beibringen, aber auch dieses gesunde Marketingverständnis. Und die ersten beiden Wochen sind eigentlich damit gefüllt, dass sie sich erstmal mit dem Netzwerk vertraut machen, mit der SEO-Branche, die sie kennenlernen. Dann bekommen sie natürlich auch 2-3 Fachbücher auf den Tisch, was aber langfristig halt nicht hilft. Welche sind das? Zum einen ist das die Website-Boosting und dann gibt es noch 2 englische Fachlektüren. Welche? Das ist einmal das SEO von den Gastautoren von Ren Fishkin und noch ein drittes E-Book. Mhm. Genau, aber das habe ich eher privat zugespielt bekommen. Aber kann ich gerne auf Empfehlung auch nochmal weiterreichen. Gerne. Und ja. Habt ihr dann eine Checkliste, was alles innerhalb der ersten 2 Wochen gemacht werden muss? E-Mail-Signatur, Telefonnummer, was auch immer? Ja, nee, das erwarte ich eigentlich erst am ersten Tag.
Nach 2 Wochen wird dann von den Trainees eine erste Kaltwasserpräsentation abverlangt. Das heißt, die Trainees müssen sich mit den ersten SEO Basics auseinandersetzen und bekommen nach 2 Wochen einen festen Termin, wo sie dann praktisch zu zweit oder zu dritt eine Präsentation abhandeln müssen zu dem Thema SEO Basics. Wo man dann einfach dann von denen abverlangt, dass sie es innerhalb von 2 Wochen schaffen, sich erstmal die gröbsten Basics anzueignen. Also nicht sofort den Quellcode auslesen können, aber halt so etwas thematisieren. Ich muss bis vom Title Tag anfangen, bis hin, dass ich halt auch dann gewisse Hardtags setze etc. Und genauso, welche Prioritäten gibt es beim Off-Page-SEO. Und das Ganze wird dann abgehandelt, dann stellen sie halt noch ein paar kostenlose und kostenpflichtige SEO-Tools vor und dann bekommen sie eine Feedback. Von uns. Wie geht es dann weiter? Ja, ab da geht dann die eigentliche Improvisation los. Das heißt, sie werden dann schon mit den ersten Projekten betreut. Das heißt, wir sitzen ja selber auf einem sehr großen Portfolio an Domains. Aber habt ihr so Themenblöcke, wo ihr sagt, diesen Monat kommt jetzt Linkbuilding dran, nächsten Monat On-Page-Optimierung? Das ist gar nicht möglich. Das ist dann halt wirklich größtenteils Improvisation. Das heißt, wir haben ganz klare Themenblöcke, das stimmt schon. Aber das kommt dann halt, wie es auch halt ja, im Agenturalltag auch gerade notwendig ist. Das heißt, wir haben auch verschiedene Partneragenturen, wollen einfach die Trainees mal für 1 bis 2 Tage vorbeischauen und in das Beratungsgeschäft auch reinschauen können. Und dann haben sie halt zum Beispiel als To-Do On-Page-Analysen zu fahren. Ja? Oder sie haben als To-Do einen Linkaufbauplan für die nächsten 12 Monate aufzusetzen, mit allen Prioritäten, die man halt so aufsetzen kann. Und oder es geht um Themenkanalisierung, das heißt, es wird ein Projekt neu aufgesetzt und dann werden alle wichtigsten Landingpages bis zur Bildintegration durchoptimiert. Und das geht dann halt von Monat zu Monat, gibt es dann halt immer wieder andere Schwerpunkte. Okay, du sagst, ihr seid eher eine Off-Page-Agentur, jetzt habt ihr da in dieser Ausbildung aber auch viele Consulting-Themen drin. Erste Frage, was verdient so ein SEO-Trainee bei euch? Genau, das ist auch öffentlich ausgeschrieben im Bewerbungsformular, die bekommen 1,3 brutto. So, wenn ihr jetzt aber als Agentur eher eine Off-Page-Agentur seid, das heißt, euer Kundengeschäft ist in deren Ausbildung nur zu einem Teil enthalten. Genau. Wie finanziert ihr das dann? Das ist sozusagen eine komplette Investition, die wir eingehen. Das heißt, wir schauen, dass wir viel in diese Ausbildung reinstecken. Dann bekommen wir natürlich was in der Form zurück, dass die Trainees sozusagen unser Portfolio als Spielplatz nutzen. Das heißt, sie projektieren auch unsere Domains so zu Online-Magazinen und Portalen. Setzen für diese Domains Themenkanäle auf, kaufen für diese Domains Content ein und betreiben natürlich für diese Themenkanäle auch Linkbuilding. Das heißt, wir bekommen ja allein durch unser Portfolio jeden Tag zig Linktauschanfragen. Nur es sind halt von 10 Linktauschanfragen 0,5 brauchbar. Und dieser kleine Prozentanteil wird dann von den Trainees bearbeitet, von unseren eigenen Projekten. Und dann betreiben sie natürlich auch noch Linkaufbau in Form von Foreneinträgen, Social Bookmarken etc. Hat dann jeder SEO-Trainee sein eigenes Projekt, was er betreut? Genau, also jeder Trainee hat ja bestimmte Leidenschaften. Der eine Trainee ist halt irgendwie reist leidenschaftlich durch die Welt, der andere begeistert sich meinetwegen für Sport. Und dann setzt der sportbegeisterte Trainee halt jetzt meinetwegen aktuell was zu der Basketball-Weltmeisterschaft aus. Ja? Oder ein Trainee hat dann Anfang des Jahres eine Seite zur Fußball-Frauen-Weltmeisterschaft aufgesetzt. Also da sind wir halt, was auch Martin Missfeld früher präsentiert hat, wird das so schön genannt, Predictive SEO. Das heißt, die Trainees schauen auch, welche Themen könnten im Laufe der Zeit interessant werden, setzen zu diesen Themen die Domains auf. Okay, ein komplexes Thema. Sehr komplexes Thema, aber macht halt echt Spaß, weil man hat halt, wir haben mittlerweile jetzt 6 Trainees in der Ausbildung und haben uns Anfang des Jahres auch nochmal zertifizieren lassen, sodass wir halt auch ausbilden können. Also wir können jetzt sozusagen Marketingleute für Kommunikation, Marketingkommunikation ausbilden. Und haben da jetzt das auch... Das hat aber nichts mit eurem Traineeship zu tun. Oder ist das dann das Traineeship ein Teil der IHK-Ausbildung sozusagen? Ja, genau. Also die IHK-Ausbildung nennt sich halt Kaufmann, Kauffrau für Marketingkommunikation. Eignet sich halt wunderbar, um halt dieses Thema SEO abzubilden. Da bekommt man aber dann nicht die 1.300 Euro im Monat. Nee, aber auch ein ordentliches Azubi-Gehalt dann. Aber da hat man es halt dann nicht mit Absolventen zu tun, sondern das sind halt Schulabgänger. Mhm. Das war dann auch nochmal eine lustige Assessment-Runde. Weil man da halt nochmal ganz andere Fragen stellen muss. Wie viele habt ihr da jetzt auszubilden? Nur einen. Das wird uns einfach zu viel. Ne? Ja. Genau. So, und die ersten 3, die sind im Mai fertig geworden? Ja, oder? Genau. Mai 2010 ja, genau. Haben wir angefangen, ja, genau. Mai 2011 fertig geworden. Was ist aus denen geworden? Genau. Was machen die jetzt? Den besten haben wir natürlich behalten. Philipp Fahrweg, der sitzt bei uns jetzt im Produktmanagement und kümmert sich um unser Domain-Portfolio. Und die anderen 2 sind zu Partneragenturen gewechselt. Also alle untergekommen? Werden auch alle unterkommen. Also und jetzt die 6, haben die dann auch im Mai angefangen oder ist das so? Das geht immer gestaffelt. Pro Quartal fangen entweder 1, 2 oder 3 Leute an
und werden dann halt über diese 12 Monate komplett betreut. Aber zum Beispiel Philipp Farig, es kommt immer auf die einzelnen Personen an. Der Philipp Farig hat zum Beispiel verkürzen können. Das heißt, er hat, glaube ich, sein Traineeship innerhalb von 10 Monaten absolviert. Dann haben wir gesagt, okay, komm, wir können jetzt gleich durchstarten. Dann bieten wir dir jetzt am besten gleich einen Vertrag ohne Probezeit an und dann haben wir ihn gleich zu uns übernommen. Mhm. Und habt ihr euch schon mal überlegt, dieses Konzept sozusagen auszulagern in eine eigene Gesellschaft und das Externen anzubieten als SEO-Traineeship, ja, dass man sich einkaufen kann, wo man nicht nur ein Gehalt für bekommt, sondern als Schulung anzubieten? Das werde ich schon öfter gefragt. Ich bin auch öfter bei größeren Konzernen und halte da auch Schulungen oder bin an Unis und habe da meine Dozententätigkeit und da guckt mich jeder immer komisch an, wenn ich denen sage, wir bezahlen den Leuten auch noch was, weil eigentlich ist es etwas, wofür man eigentlich Geld kriegen sollte. Und ja, es ist auch immer eine gute Frage, auf die ich ehrlich gesagt keine gute Antwort weiß. Das heißt, da gibt es noch keine Bestrebungen? Noch gar keine. Also es ist zurzeit wirklich ein sehr eigennütziges Thema, weil wir arbeiten ja deutschlandweit mit allen möglichen Partneragenturen zusammen und jeder hat dann halt so seinen Trainee in der Warteschleife und ist dann erstmal begeistert, dass er seine Headhunter-Kosten sparen kann. Und wir bekommen natürlich auch was zurück. Also die Trainees sind ja sozusagen komplett von Wirkungsvoll infiltriert und wir wissen dann halt auch, dass sie die nächsten 2-3 Jahre die Aufträge zuschieben. Genau, die Aufträge auf jeden Fall zuschieben und sind natürlich auch von sich aus wahnsinnig dankbar, weil wir verstecken unsere Trainees auch nicht. Allein auf der Campix waren wir mit 3 Trainees präsent und sind halt auch ganz bewusst dahinterher, dass sie nicht nur ihr Wissen ausbauen, sondern auch ihr berufliches Netzwerk. Weil als SEO kommt man nicht großartig weiter, wenn man die ganze Zeit in seinem Keller hockt, sondern muss halt auch ganz klar, deswegen halt auch so ein Event wie die Demexco, netzwerken und die Leute kennenlernen und einfach raus, damit man einfach die Möglichkeit hat, auch mal zu bestimmten Themen irgendwie ein Brainstorming zu starten, um einfach auch über diesen SEO-Tellerrand zu schauen. Das heißt, was gibt es für interessante Newsletter-Maßnahmen? Wie weit kann ich noch Affiliate für die Portale nutzen, damit es nicht nur von Linkverkauf lebt, dieses eine Portal? Und das sind alles interessante Themen, aber die lernt man halt nicht, wenn man alleine den ganzen Tag in seinem Büro sitzt oder auch wirklich nur den ganzen Tag mit den Wirkungsvollkollegen, sondern auch mit dem Andreas oder so. Jetzt hast du vorhin noch mal gesagt, wenn wir ein paar Schritte zurückgehen, Auswahlverfahren, da habt ihr einige Erfahrungen gemacht, was die Jobplattformen angeht. Genau. Da wolltest du noch was zu sagen. Ja, also da kann was kannst du da empfehlen? Nicht mehr viel zu sagen, weil wir jetzt mittlerweile in diesem Luxus sind, den ich auch mit einkalkuliert habe, dass wir über seotrainee.de mittlerweile genügend Initiativbewerbungen bekommen. Das heißt auch nicht nur aus Hamburg, sondern ihr bekommt jetzt deutschlandweit, ja, weil die gesehen haben, dass ihr einen guten Job macht, in Außenkommunikation ganz gut dasteht. Genau, also nicht nur Deutschland mittlerweile, sondern im gesamten Dachbereich bekommen wir jetzt Bewerbungen rein und die Leute sind irgendwie auch mehr als bereit, dann nach Hamburg zu ziehen für diesen Zeitraum. Haben auch schon gefragt, ob wir irgendwie Webinare anbieten in Form dieses Traineeships. Ist natürlich nicht möglich, aber es ist eigentlich ganz gesund eskaliert, weil das hatte ich gar nicht mit eingeplant, weil dieser Blog seotrainee.de ist halt nicht mehr irgendein Blog, sondern ist mittlerweile der Blog geworden in der SEO-Szene und ist halt auch mehr als beliebt, wovon ich echt mehr als positiv überrascht bin und tut natürlich auch wirkungsvoll sehr gut, weil wir können uns jetzt hier nicht auf die Demexco stellen mit einem 80 Quadratmeter Stand und gegenüber Google stehen und sagen, dass wir Links verkaufen. Das ist irgendwie nicht unser Gedanke, wie wir dieses Geschäft vorantreiben wollen, sondern wir leben eigentlich rein vom Empfehlungsmarketing. Und das macht es halt sehr, sehr schwer, sozusagen auf Kundenakquise zu gehen. Wir leben halt wirklich davon, dass du dann sagst, Mensch, hier, ich kenne den Patrick, den kann ich dir empfehlen, die machen einen guten Job. Ja, davon leben wir. Und da hat seotrainee.de einen sehr, sehr guten Mehrwert für uns geschaffen, weil die Leute lesen seotrainee.de, schauen, wer steckt denn dahinter? Wirkungsvoll. Ach, was macht denn wirkungsvoll? Ach, Off-Page-SEO, ja, dann fahre ich da mal an. Und das ist für uns eigentlich ein super Mehrwert, der da geschaffen wurde. Aber wenn man jetzt nicht in dieser Luxusposition ist, was kannst du dann empfehlen? Ja. Arbeitsamt, Monster, ja, was auch immer. Stepstone. Arbeitsamt kann ich schon mal nicht empfehlen. Ansonsten gibt es halt ganz viele Online-Campus, die dann ihre Stellenanzeigen da gut präsentieren können. Oder man geht halt direkt an die Unis und spricht die Studenten an. Damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil dann ist man schon im persönlichen Gespräch. Und es gibt halt auch Jobmessen, auch zum Beispiel in Hamburg, die bieten sich an, dann da einfach Präsenz zu zeigen, einen Vortrag zum Thema SEO zu halten. Und dann sind eigentlich schon die wirklich interessierten Leute nach diesem Vortrag bei einem und kommen auf einem zu und sagen, ey, das finde ich super, wie sieht das denn bei euch aus? Wann ist das nächste Bewerbungsverfahren? Also nicht so sehr an die etablierten Jobbörsen, sondern mehr an die Quelle, wo die Leute wirklich sitzen. Genau, also ich würde wirklich versuchen, irgendwie diesen persönlichen Icebreaker zu schaffen. Entweder an Unis, an Jobmessen, dass man einfach auch die Leute sofort kennenlernt. Dann kann man noch viel besser filtern, weil ansonsten, wie wir den Fehler gemacht haben, bekommt man eine unendliche E-Mail-Flut, Anruferflut. Und das zu filtern, kostet eigentlich viel zu viel Zeit und steht in keiner Relation. Ja.
Ich hatte ja gehofft, dir noch ein paar Details rauskitzeln zu können. Ja, richtig. Ja. Was die Ausbildung angeht, vielleicht ein bisschen was zu den Inhalten noch tiefer. Kannst du da uns noch was zu sagen? Ja, was noch sehr wichtig ist, dass wir halt ganz feste Termine jede Woche haben. Das heißt, so kleine Traditionen haben sich jetzt mittlerweile auch eingeschlichen. Das heißt, die Trainees treffen sich zweimal die Woche direkt unter sich, Dienstag und Donnerstags. Der erste Termin ist dann halt wirklich so ein kleines Brainstorming. Was ist diese Woche passiert? Was haben Sie mitbekommen? Mit wem haben Sie geredet? Welchen Quality Rater haben Sie auf der Straße getroffen? Was ist Google besonders wichtig? Einfach, dass da ein ständiger Austausch geschaffen wird. Und der zweite Termin ist dann sozusagen die offizielle Redaktionssitzung von seotrainee.de, wo dann halt der Mittwochsfachartikel besprochen wird und alle Themen, die in dem Wochenrückblick dann erwähnt werden sollen. Das heißt, das wird das Ganze priorisiert. Und allein das Projekt seotrainee.de ist halt eine super Quelle und ein super Tool für die Trainees, um sich weiterzubilden. Dann gibt es mittwochs die feste SEO-Hour. Da gibt es dann halt immer mit internen oder externen Speakern, die wir einladen, sozusagen Fortbildungsmaßnahmen. Das heißt, es gibt Site-Kliniken, es gibt Vorträge zum Thema internationales SEO. Wie reagiere ich auf den Panda? Ist er jetzt gut oder böse? Welches SEO-Tool, das jetzt neu auf dem Markt ist, muss ich mir anschauen? Was mache ich jetzt, wenn Yahoo die Backlink-Daten wegbrechen? Welche Tools wie Blacko und Co., wie sie alle heißen, kann ich dann nutzen? Das ist uns halt sehr, sehr wichtig, dass da wirklich ein ständiger Austausch ist und dass sie einfach auch später lernen, nach dem Traineeship auf Kundenanfragen zu reagieren. Das heißt, dass nicht der Kunde der Erste ist, der irgendwelche Fragen stellt, sondern dass die Trainees wirklich als Erste auf den Kunden zugehen können und sagen, du, am Wochenende ist jetzt ein Panda-Update gewesen, hier ist ein PDF, ja, du musst so und so reagieren und dann geht's dir gut. Was will ein Kunde mehr? Mhm. Habt ihr Ausbilder dafür oder wer leitet diese Ausbildung? Machst du das oder wer macht das bei euch? Genau, also wir haben ja mehrere Festangestellte bei uns und wir sind halt haben Fachkräfte aus jedem Bereich. Das heißt, wir haben ja uns eine eigene Infrastruktur geschaffen, sodass wir eine eigene IT, eigenes Webdesign und eine eigene Redaktion haben. Und jeder Leiter dieser drei Instanzen ist natürlich dann auch im Bereich SEO komplett ausgebildet und hat dann so die Möglichkeit, dann auch zu allen Themen zu diesen Kernthemen zu referieren. Das passiert dann in diesen regelmäßigen Terminen. Genau, richtig. Und was ist so im Daily Doing? Was passiert da? Genau, da geht es viel um Portalarbeit. Das heißt, wir sitzen ja auf einem Domain-Portfolio im vierstelligen Bereich und die gilt es halt auch zu projektieren und auch zu betreuen. Und das ist natürlich für die Trainees ein idealer Spielplatz, weil in der Größenordnung kann dann auch mal eine Domain wegbrechen. Und ich glaube, das ist der beste Lerneffekt, den ein Trainee haben kann, wenn er mal eine Trainee sozusagen eine Domain abschießt. Ja? Dann weiß er, kann er schauen, okay, was habe ich zu viel gemacht? Ja? War der Unilink jetzt doch zu doll? Ja? Oder war der Content doch zu duplicate? Ja? Einfach solche Learnings, dass man die daraus ziehen kann. Und dann werden die natürlich auch wiederum in Gesprächen komplett sozusagen rückblickend betrachtet und daraus kann man dann wieder wunderbar lernen. Wie seht ihr so Monitoring von den Trainees? Wie viel müssen die euch reporten und wie nah seid ihr da dran? Und genau. Was ist so Thema Kontrolle? Genau, da bin ich direkt der Ansprechpartner. Ich bekomme von jedem Trainee abends einen Tagesreport und ganz wichtig, wir führen mit den Trainees Monatsgespräche. Und das ist eigentlich auch so das Wichtigste generell, nicht nur für das Traineeship, sondern auch für die gesamte Mitarbeiterführung, dass man eigentlich auch vor allem als Führungskraft lernen muss, loszulassen und sich Zeit freizuschaufeln, um mit seinen Mitarbeitern zu reden. Und das stelle ich auch immer wieder fest bei ganz vielen Agenturen, dass das einfach noch nicht der Fall ist. Und das gehört halt auch ganz klar als fester Bestandteil des Traineeship. Das heißt, es gibt nicht nur Reports, die ich von jedem abverlange, einfach damit es halt auch später ist, dass einfach wichtig, dass die Trainees lernen zu reporten. Jeder Kunde will Reportings haben und das ist in jeder Branche so und alles muss messbar heutzutage sein. Und das ist bei euch in Form einer Daily E-Mail? Genau, richtig. Und da wird kurz im Text runtergeschrieben, was denn diesen Tag so passiert ist. Genau. Also Links für Kunde XY aufgebaut und Side-Klinik für den Shop gemacht oder wie sieht das aus? Ja, es geht eigentlich viel mehr darum, was haben Sie sozusagen heute mitgenommen, mit wem haben Sie geredet und was ist dabei rausgekommen? Ja, das interessiert mich eigentlich mehr, als wie viele Links Sie generiert haben. Ja, und alles andere wird dann halt im Monatsgespräch geklärt. Dann habt ihr auch solche emotionalen Faktoren wie mein positives Erlebnis heute oder mein negatives Erlebnis heute oder sind das mehr Fakten? Oder? Das ist eigentlich mehr im täglichen Alltag, das ist zu zeitintensiv. Sowas wird dann halt im Monatsgespräch geklärt. Das Monatsgespräch läuft halt ab, dass ich ihm erstmal frage, so, wie geht's dir? Wie schätzt du deine eigene Leistung ein? Ja? Was hast du besonders gut gemacht und was hast du besonders schlecht gemacht? Und meistens, wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, ist diese Einschätzung sehr gut von den Leuten.
Und dann habe ich eigentlich nur noch sozusagen die Arbeit und zu sagen, okay, mir ist das aufgefallen, das hast du besonders gut gemacht, ja. Und an diesen Stellen hast du wirklich noch Verbesserungsbedarf. Mhm. Und das wird von dem einen mehr und von dem anderen weniger gut aufgenommen. Das sind einfach Sachen, an die man dann arbeiten muss. Aber da hat man einfach den besten und steilsten Entwicklungsprozess bei den einzelnen Mitarbeitern. Patrick, vielen Dank, dass du uns ein paar Einblicke gegeben hast in euer SEO-Traineeship. Sehr gerne. Ich hoffe, ich kann dich noch dazu gewinnen, vielleicht auch mal doch ein Webinar noch zu halten, was wir auf der Webschorle veröffentlichen können. Thema darfst du dir auch gerne aussuchen. Sehr gerne. Jetzt nehme ich dich beim Wort. Ja. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.